Aus diesen ganz einfachen Muffins werden gleich zauberhafte Harry Potter Muffins. Wir machen heute mal wieder was anderes und zwar, ich bin großer Harry Potter Fan und passend zum Kinostart gibt es bei mir Harry Potter Muffins. Einmal der Zauberstab, einmal der goldene Schnatz und dann noch der sprechende Zauberhut. Und die habe ich mit euch zusammen verziert. Also wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, dann bleibt einfach dran. Ich habe auch eine kleine Einkaufsliste zusammengetippt. Alles, was ihr braucht, wenn ihr das nachmachen wollt, vielleicht für eure Harry Potter Motto-Partys, da wird es ja jetzt zurzeit ganz viele geben, oder einfach nur für ein Sonntags-Nachmittagscafé oder fürs Kino, dann klickt einfach hier unten in die Infobox, da ist die Einkaufsliste für euch verlinkt, müsst ihr nur ausdrucken, dann kann es schon losgehen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zusehen. Macht's gut, tschüss! So, wir fangen mit den goldenen Schnatzmuffins an, weil die am einfachsten sind. Dazu nehmt ihr eure Kokosraspel. Wie gesagt, die Einkaufsliste findet ihr notiert auf meinem Blog. Und die tut ihr in so eine Schüssel. Dürfte schon ein paar sein. Also ich weiß jetzt auch nicht genau, wie viele wir zum Verzieren brauchen. Ich mache jetzt einfach die Schüssel mal so ein bisschen voll. Und dann nehmt ihr gelbe Lebensmittelfarben. Eine Farbe. Ich habe jetzt so eine flüssige genommen, weil das, glaube ich, zum Verzieren, zum Mischen mit den Kokosraspeln relativ einfach ist. So, und die gießt ihr dann da rein, weil ihr wisst ja, der goldene Schnatz ist goldfarben und deswegen mischen wir das jetzt mal, bis die gelb sind. Aber ich glaube, da muss noch ein bisschen mehr rein, ne? Ihr seht das schon. Fläschchen leer. Ich hätte vielleicht noch eins mitnehmen sollen. Oder weniger Kokosraspeln. Aber das geht auch so. So, ich habe die Kokosraspeln nochmal gut durchgemischt. Ihr seht, die sind jetzt fast alle gelb. Die anderen sind noch so ein bisschen weiß, aber die ziehen sich auch noch mit Farbe voll. Das stelle ich jetzt beiseite. Das brauchen wir gleich. Und jetzt brauchen wir nochmal eine Schüssel und da rühren wir jetzt die Zuckerglasur an. Die könnt ihr entweder fertig kaufen oder ihr nehmt einfach Puderzucker und tut den quasi in euren Teller oder in eure Schüssel, wie auch immer ihr das macht. Und da kommt dann immer Wasser dazu und dann wird das angerührt. So, ich mache jetzt mal einen Löffel. Dann rührt ihr quasi die Zuckerglasur an, bis keine Pünktchen mehr zu sehen sind. Jetzt ein bisschen wenig Glasur, deswegen mache ich noch ein bisschen Puderzucker rein. Da müsst ihr einfach gucken, wie viel ihr braucht. Und noch ein bisschen Wasser, aber nur noch ganz wenig. So, also 2 Esslöffel habe ich jetzt quasi benutzt. Dann rühre ich das wieder. Wenn euch das zu flüssig wird, könnt ihr das natürlich immer wieder mit Puderzucker auffüllen. Und dann bekommt es die gewünschte Konsistenz. Ich denke, dass ihr lang drauf. Ich habe genau 12 Muffins, also mache ich von jedem 4 Stück. So, jetzt brauchen wir quasi beide Schüsseln. Ich stelle die mal so hin. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Gut, unten ist natürlich der Zuckerguss. Und wir beträufeln jetzt quasi den Muffin mit dem Zuckerguss. Ich zeige euch das hier. Ich habe den in solche essbaren Förmchen gemacht. Deswegen kann ich das jetzt gut mit dem Löffel da reingeben und so ein bisschen verteilen. Ihr könnt dazu natürlich auch einen Pinsel nehmen. Man braucht natürlich ein bisschen mehr Zuckerguss, damit die Kokosraspeln jetzt hier auch gleich halten. So. Und dann tunkt ihr das entweder. Oder, da ich das jetzt in dieser Backlitzform habe, gebe ich das einfach hier drauf. Und hoffe, das klebt einfach. So. Wenn ihr saubere Finger habt, könnt ihr da natürlich auch
mal ein bisschen festdrücken. Ich habe natürlich vorm Video aufnehmen mir die Hände gewaschen. Das solltet ihr auch tun. So, das ist jetzt quasi der erste goldene Schnatz. Und was ihr jetzt noch macht, ist kleine Flügelchen mit Zahnstochern reinstecken. So, ich zeige euch dann beim letzten, wie ich das gemacht habe. Fertig ist euer goldener Schnatzmuffin. Ich hoffe, ihr seht den, aber ich tue euch später noch Bilder dazu machen. So, so die Flügel gehen ganz einfach. Ihr nehmt ein weißes Blatt Papier und faltet das quasi, dass ihr hier so eine Kante habt. Und an der Kante entlang schneidet ihr einfach wie so eine Herzform. Nur, dass sie oben nicht so eine Einkerbung hat, sondern quasi rund endet. Also so. Und dann könnt ihr das quasi hier anlegen, damit ihr zwei gleiche Flügelformen habt. Also ihr legt das hier an dem Papier an der Kante. Und dann schneidet ihr dort quasi entlang. Und dann habt ihr quasi für einen Muffin schon mal zwei Flügelformen. Ich mache das jetzt nochmal, weil wir haben ja noch zwei übrig. So. Schneide hier wieder an der Kante entlang. Ich denke, das habt ihr ja mitbekommen, das ist ja relativ einfach. So. Was wir dann brauchen, ist Zahnstocher, vier Stück natürlich, weil ich jetzt vier Flügelchen habe. Und Kleber. So. Ihr faltet das Papier auf. Geht da mit eurem Kleber drüber. Dann klebt ihr einfach das Papierflügelchen quasi an das spitze Ende, den Zahnstocher an das spitze Ende und klappt das zu. So. Und schon ist euer Papierflügelchen fertig. Ihr könnt es natürlich auch in Blau machen oder ein bisschen anmalen und verzieren oder mit Glitter. Da ist euch jetzt keine Grenzen gesetzt. Ich fand, wenn es schnell gehen soll, so einfache Weiße eigentlich am besten. Aber wie gesagt, da könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. So. Und wenn ihr die Flügelchen fertig habt, dann nehmt ihr die einfach und steckt die quasi links und rechts in euren Muffin rein und fertig ist der goldene Schnatz-Muffin. Das ist die erste Verzierung, die wir machen oder gemacht haben und die ist jetzt fertig. Jetzt geht es weiter mit der anderen. So, es geht jetzt weiter mit den anderen beiden Verzierungen. Dafür brauchen wir ein Frosting. Das ist quasi so eine weiche Cupcake-Creme, die aber super lecker schmeckt. Dafür brauchen wir jetzt auf jeden Fall 100 Gramm Butter. Die habe ich hier schon drin, die sollte weich sein. Die schlage ich jetzt einmal mit meinem Handrührgerät ein bisschen um. Also es wird jetzt laut, keine Angst haben. Wenn wir das gemacht haben, kommt 100 Gramm Puderzucker dazu. Also das Frosting sollte auf jeden Fall, ich brauche es für 8 Muffins, für 8 reichen. Es reicht eigentlich aber auch für 10 oder 12, wenn man ein bisschen sparsam ist. So, den Puderzucker, ich habe meine Hände gewaschen, also kann ich das so da reingeben. Ja, den Puderzucker verrühren wir quasi auch damit. Jetzt geht es wieder los, Achtung.
So, ihr seht, da sind noch so ein paar Puderzuckerflecken. Aber nicht so schlimm. Ich mache das jetzt mal kurz mit dem Löffel einfach. Damit es jetzt beim nächsten Mischgang quasi alles untergehoben ist. Ich bin leider auch kein Backprofi. So. Jetzt habe ich das alles am Löffel hängen. Wie gesagt, die Finger sind gewaschen. Also keine Sorge, ich darf das. So. Jetzt geben wir noch 100 Gramm Frischkäse dazu. Der kommt jetzt auch noch dazu. Und damit das Ganze auch lecker schmeckt, noch ein Päckchen Vanillinzucker. So, wenn der Frischkäse und der Vanillinzucker da drin ist, dann rühren wir das Ganze nochmal. Also Achtung, es wird nochmal laut. Und euer Frosting ist fertig. So wie ihr seht, habe ich 3 Zauberstab-Muffins schon fertig gemacht. Ich zeige euch jetzt ein. Ihr nehmt euren Cupcake. Bei dem Frosting finde ich das gut, dass ich die in solche essbaren Förmchen gebacken habe, weil das dann einfach besser darauf fällt, wenn es ein bisschen weicher ist. Die müsst ihr auf jeden Fall, falls es warm sein sollte, in den Kühlschrank packen. Dann füllt ihr das quasi mit dem Frosting auf. So. Und dann stellt ihr es auf euren Teller oder wo auch immer ihr die Muffins habt. Und was ihr jetzt braucht, sind solche Schokoladensticks. Quasi so sehen die aus. So. Und bei mir sind die sehr lang und deswegen habe ich die halbiert mit einem Messer. Und ich habe jetzt noch einen halben übrig. So. Und den legt ihr quasi einfach auf das Frosting drauf, so sieht das dann aus. Und was ihr jetzt einfach noch braucht, sind bunte Zuckerstreusel und einen kleinen Teelöffel, und da träufelt ihr die drauf, gerade so ein bisschen, und das platziert ihr dann hier oben quasi an der Spitze des Zauberstabs. Da kommen nämlich die bunten Zauberfunken raus, und so einfach habt ihr Zauberstab-Muffins. Die sind jetzt fertig. Ich zeige euch die nochmal. Also das geht wirklich sehr fix und einfach. So, und jetzt machen wir noch die letzten, die Zauberhütchen-Muffins. Bis gleich. So, für die Zauberhütchen-Muffins brauchen wir Kuvertüre, also geschmolzene Schokolade, die wir klein hacken und im Wasserbad quasi schmelzen. Ich habe noch nie Kuvertüre klein gehackt. Also ich hoffe, das klappt jetzt irgendwie. Ich bin auch nicht so der Profi. Also passt auf, dass ihr euch da irgendwie nicht verletzt oder so. Das geht irgendwie ziemlich schwierig. Aber wahrscheinlich habe ich auch einfach das falsche Messer dafür. So, wenn ihr die klein gemacht habt, kommt die in eine Schüssel rein. Und diese Schüssel stellen wir dann in ein Wasserbad, damit die Kuvertüre schmilzt. So, ich habe die Kuvertüre jetzt in der Schüssel im Wasserbad. Das ist sehr, sehr heißes Wasser, einfach im Spülbecken eingelassen. Und da wartet die jetzt drauf, dass sie schmilzt. Sie hat auch schon angefangen, ich kann euch das mal zeigen. Hier unten seht ihr das. Also es fängt schon an zu schmilzen. Und jetzt warte ich einfach, bis alles geschmolzen ist, und dann geht es weiter. So, wir machen jetzt mit den Zauberhütchen weiter. Ihr braucht eine normale Eiswaffel, und die bestreichen wir jetzt mit der Kuvertüre, damit die so dunkel werden. Also nehmt ihr einfach einen Pinsel. Das wird jetzt ein bisschen, ich schiebe den Teller ein bisschen weg, weil es gleich wahrscheinlich ein bisschen kleckert. So, und dann streicht ihr das einfach mit der Kuvertüre so ein, dass ihr keine helle Waffel mehr seht. So,
So, wenn das Hütchen fertig bestrichen ist, dann nehmt ihr einfach euren Muffin und setzt das quasi drauf. So. Drückt es ein bisschen in das Frosting rein. Und dann setzt ihr es zu den anderen, die ihr schon gemacht habt oder auch nicht. Und wartet jetzt, bis die Schokolade trocken ist, weil jetzt wollen wir natürlich die Hütchen noch verzieren. So, es gibt zwei Möglichkeiten. Ihr lasst entweder dieses Hütchen durchtrocknen mit der Schokolade und nehmt dann eine Zuckerschrift und malt darauf Sterne und Blitze. Das wollte ich jetzt eigentlich auch machen. Folgendes Problem: Ich habe keine Zuckerschrift gekauft, sondern Lebensmittelfarbe. Das heißt, die ist zu flüssig und läuft hier wieder runter. Deswegen improvisiere ich jetzt und mache sprechende Zauberhüte anstatt Harry Potter Hüte. Und tue hier solche Smarties als Augen hinsetzen. So. Und da müsst ihr darauf achten, dass quasi der Schokoladenhut noch nicht ganz angetrocknet ist, weil dann können wir solche Zauberstreusel, jetzt muss ich aber gucken, dass quasi der Hut nicht abfällt, hier drüber geben. Also diese Zauberfunken, die wir auch schon beim Zauberstabmuffin benutzt haben. Und dann haben wir quasi einen sprechenden Zauberhut, hier auch noch ein paar Streusel. Einen sprechenden Zauberhut, der gerade Zauberfunken sprüht. So, das ist der letzte Muffin. Wie gesagt, ihr könnt hier auch Sterne und Blitze draufmalen. Das geht natürlich auch. Da müsst ihr aber die Zuckerschrift kaufen. Und wie gesagt, ich habe leider einen totalen Fail geleistet. Aber ich finde diese sprechenden Zauberhüte jetzt improvisiert auch sehr süß. So, ich zeige euch nochmal alle und dann sind wir auch schon fertig. So, das sind nochmal alle zusammen. Der sprechende Zauberhut, der goldene Schnatz und die Zauberstäbe. Mir gefallen die Zauberstäbe am besten. Der sprechende Zauberhut und der goldene Schnatz finde ich aber auch super. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir erzählt, was ihr am besten findet. Und vielleicht habt ihr ja Lust, es nachzumachen und macht mir eine Videoantwort mit euren fertigen Muffins oder schreibt einen Blogbeitrag oder so. Ich würde mich riesig freuen. Ich wünsche euch viel Spaß im Kino, falls ihr geht. So, die Harry Potter Muffins sind fertig und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Essen. Tschüss!